Wenn Bezirks auf Bundesliga trifft, bedeutet das für die einen das Spiel des Lebens und für die anderen eine Pflichtaufgabe. Das ist auch die Konstellation für die dritte Runde des Westfalenpokals, die U19 des BVB zu Gast bei der JFV Lippe. Die große Frage, droht hier Stolpergefahr? Ja, in den ersten Minuten auf jeden Fall erstmal nicht so. Bamba mit einer ersten Möglichkeit, doch dann muss der Tabellenerste der Bundesliga Staffel West tatsächlich große Augen machen. Denn auf einmal ist Jörg Höfmann alleine durch und dann so ein Abschluss. Das war die Riesenmöglichkeit, hier zu Beginn mal alles auf den Kopf zu stellen. Höfmann hätte den besser noch einmal mitgenommen. So der BVB. Dann nach 27 Minuten mit dem Zeichen, nee, Jungs, komm, das lassen wir heute mal mit der Überraschung. Samuel Bamba 1-0 für die Borussia. Lippes Torwart Justin Tammert, ja, den macht er unnötig wieder scharf. Wenn er ihn woanders hinklatschen lässt, dann kommt die Situation so gar nicht zustande. Samuel Bamba ist das aber egal, der hält einfach nur das Köpfchen rein. Und danach richtig Spiellaune in Schwarz und Gelb. Gut, dass Tammert schon einen Pulli anhat, ansonsten hätte er sich jetzt warm anziehen müssen, denn die Borussia-Karawane rollt immer weiter Richtung Lippertor. Grandios von Lammerter am ersten und dann kriegen sie noch so gerade ein Bein dazwischen. Beim Versuch von Mengo und Tammert, der ist heiß, der ballt die Faust, der freut sich richtig über die andauernden Anläufe der Borussia, die das mitunter dann echt mager ausspielen. Also die Chancenverwertung schreit nicht gerade Bundesliga. Viel geschrien wird stattdessen allerdings beim nächsten Angriff der JFV Lippe. Tja, Köftmann gegen Brossek. Da nutzt er sein Tempo und in der Mitte, ja, da ist keiner. Und so verpufft dann auch die Gelegenheit. Höftmann macht das eigentlich richtig gut. Nur fehlt ihm dann eben die Anspielmöglichkeit im Strafraum. Die Zuschauer auf dem Jahnplatz im Lemgo sehen eine verdiente BVB-Führung zur Pause. Allerdings ihre Jungs noch immer mittendrin. Allen voran Höftmann, der hier zu Boden gestoßen wird. Nur gelb für Hendry Blank. Das hätte auch eine andere Farbe sein können, denn Höfmann war eigentlich blank durch. Ja, blank durch, dann auch Bamba, der da eine weitere Riesenchance liegen lässt. Der BVB scheint irgendwie nicht treffen zu wollen. Es ist eine hart umkämpfte Partie, natürlich, die Schwarz-Gelben überlegen, aber der Tammert, der schmeißt sich allem in den Weg, was kommt. Und irgendwann, ja dann, hilft auch noch der Pfosten mit. Es scheint wirklich so, als könnte heute was gehen. Als läge da was in der Luft für die JFV Lippe. Doch irgendwann, da hilft dann auch alles Glück der Welt nicht mehr. Samuel Bamba, 2-0 BVB. Irgendwann geht er dann halt mal rein, wenn du so viele Chancen hast. Wir schauen nochmal drauf. Samuel Bamba schaut kurz und wird dann zu Samuel Bamba, wie er den unter die Latte haut. Aber es gibt ja noch so ein bisschen Resthoffnung, oder nicht? Ja, mittlerweile dann nicht mehr. Denn Mengo nur 2 Minuten nach dem 2-0 mit dem 3-0. Da braucht man jetzt keine dicke Lippe mehr riskieren, um zu hoffen, dass die JFV noch was reißt. Und ausgerechnet der eigentlich überragende Tammert lässt den Ball da in die Mitte abtropfen. Kardinalzünde. Und die wird dann auch bestraft. Feierabend ist aber noch nicht, denn einen hat Samuel Bamba noch im Fuß. Hattrick für den Mann mit der 18 beim BVB. 82. Minute, also nur knapp 60 Sekunden nach dem dritten Treffer. Dem BVB reichen 3 wahnsinnig starke Minuten, um aus einer Zitterpartie eine kleine Abfertigung zu machen, und kommt sogar noch ein 5. Tor insgesamt on top. Nee, es bleibt beim 4-0. Der BVB zieht ein in die nächste Pokalrunde, aber die JFV Lippe hat sich trotzdem teuer und gut verkauft. Während die einen dann jetzt also noch das Spiel ihres Lebens so ein bisschen im Kopf Revue passieren lassen, gibt es für die Jungs in Schwarz-Gelb vor der Heimreise noch ein paar Selfies zu machen.